Um etwas Abwechslung in meinen Kanal zu bringen, will ich heute, ebenfalls aus dem Bereich DIY, einen Lasergravierer etwas genauer unter die Lupe nehmen und zeigen, was dieser kann. Über die letzten Wochen habe ich hierzu den Longarray 5 in der 10 Watt Version getestet und heute will ich hier mein Fazit ziehen. An dieser Stelle auch nochmal ein Danke an Z-Banks, welche mir das Gerät zum Zwecke eines Reviews zur Verfügung gestellt haben. Das ist auch der Grund, warum oben links Werbung steht. Ich werde natürlich dennoch ehrlich berichten. Beim Auspacken fällt direkt auf, dass alles gut gepolstert verpackt ist, sodass beim Transport kaum etwas passieren kann. Da es sich nur um wenige Teile handelt, welche einfach zusammenzubauen sind, ist der Aufbau schnell abgeschlossen. Die Tüten mit Kleinteilen sind dabei bestens beschriftet, damit nicht wirklich etwas schieflaufen kann. Die mitgelieferte Anleitung beschreibt den Aufbau auch sehr gut Schritt für Schritt, daher zeige ich hier keinen detaillierten Aufbau. Bevor wir mit den Tests starten, würde ich euch noch ein paar allgemeine Infos zum Longarray 5 mit auf den Weg geben. Das Gerät besitzt einen 3,5 Zoll Touchscreen mit resistivem Touch, welcher auf Druck reagiert. Für die Datenübertragung kann man entweder direkt per USB den PC verbinden oder man nutzt die SD-Karte. Über die WLAN-Verbindung des Gravierers kann man zusätzlich dazu über ein Webinterface zugreifen, um das Gerät zu steuern und Dateien hochzuladen. Auf einer Arbeitsfläche von 400 auf 400 mm kann man dann mit einem Laserpunkt mit einem Durchmesser von 0,06 mm präzise gravieren. Die maximale Geschwindigkeit des 10 Watt Lasers beträgt dabei 10.000 mm pro Minute. Der Gravierer hat aus Sicherheitsvorkehrungen sowohl einen Bewegungsschutz als auch eine Branderkennung. Im Falle von Bewegungen des Gravierers oder der Erkennung eines Brandes schaltet sich das Gerät dabei automatisch ab. Zum Start habe ich den Laserkopf im Menü erstmal an die richtige Startposition auf meiner Holzplatte gebracht. Dafür kann man den Laser auf 0,5% Leistung stellen, dass man den Punkt sieht und mit den Pfeiltasten einfach die gewünschte Startposition finden. Anschließend kann man diese einfach als Homepunkt speichern. Da ich dies noch nicht gemacht habe, habe ich nun im nächsten Schritt die Höhe des Lasers, also den Fokus, eingestellt. Hierzu nimmt man einfach den mitgelieferten Metallzylinder und stellt ihn auf das zu gravierende Material. Nun werden die zwei Schrauben auf der Vorderseite des Lasers gelöst und er wird, wie gezeigt, auf dem Zylinder abgelegt und wieder festgezogen. Nun haben wir den perfekten Abstand und das Lasern kann beginnen. Dafür lege ich die SD-Karte ein, welche schon drei Testgravuren beinhaltet. Später werde ich allerdings auch noch weitreichendere Tests zeigen. Hier wähle ich ein Design und über den Button Frame kann ich den Rand abfahren und prüfen, ob die Position passt. Nun setzen wir die mitgelieferte Schutzbrille auf und über Confirm starten wir die Gravur und wir müssen nur noch abwarten. Nach Abschluss kann das Holz einfach entnommen werden und wir sehen, dass das Ergebnis schon echt gut aussieht. Die gleiche Prozedur habe ich auch noch für die anderen beiden Testgravuren durchgeführt und auch hier kann sich das Ergebnis sehen lassen. Nach den mitgelieferten Beispielen wollen wir nun natürlich noch etwas weitergehendere Tests durchführen. Zunächst habe ich hier das WLAN verbunden, um Dateien einfach vom PC auf die SD-Karte übertragen zu können. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tastatur alphabetisch sortiert ist, was etwas ungewohnt ist und somit etwas länger gedauert hat. Nach dem Verbinden sieht man die IP und man kann damit auf das Webinterface des Gravierers zugreifen. Weiter habe ich mir noch die SD-Karte auf dem PC genauer angeschaut. Diese enthält neben der Software zur Gravurvorbereitung auch die gezeigte Tabelle mit den Richtwerten für verschiedene Materialien, die ich hier zeige. Als Software verwende ich hier nun Laser GRBL, welche kostenlos ist und nur die meisten Grundfunktionen bietet, sodass man nicht direkt überfordert ist. Wenn man etwas mehr erweiterte Funktionen haben will, dann empfehle ich Lightburn. Diese Software kostet zwar 60 €, man kann sie aber einen Monat kostenlos testen. Zuerst habe ich hier mein YouTube-Logo einmal vorbereitet und nach einem Tippfehler bei den Parametern im ersten Versuch hat es beim zweiten Mal dann super funktioniert. Im nächsten Schritt habe ich nun versucht, ein Foto meiner Katze zu gravieren. Auch hier habe ich erstmal das Bild mit Laser GRBL vorbereitet und dort mit den Reglern die Helligkeit und den Kontrast eingestellt. Nach der Gravur sieht man auch hier ein tolles Ergebnis. An ein paar Stellen könnte dieses zwar besser sein, das ist aber eher der Struktur des Holzes geschuldet, weil ich hier ein anderes Holz getestet und ich die Gravur mit den Strukturlinien des Holzes durchgeführt habe. Daher habe ich noch einen zweiten Bildtest durchgeführt.
Diesmal mit einem 10 auf 10 cm großen Bild einer Eule und gegen die Struktur des Holzes. Hier ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum vorherigen Bild erkennbar. Nachdem wir nun einiges graviert haben, will ich auch noch ein paar Tests zum Schnitt zeigen. Ich habe hier mit Papier begonnen und passend zur Weihnachtszeit man versucht eine Schneeflocke auszuschneiden. Dafür habe ich einfach eine Vektorgrafik in LaserGRBL geladen und als Parameter eine Geschwindigkeit von 1200 mm pro Minute und eine 25%ige Laserleistung gewählt. Für das Ausschneiden benutze ich ein Brett als Unterlage und die Prozedur ist sehr schnell abgeschlossen. Im Anschluss können wir die sehr präzise ausgeschnittene Schneeflocke bewundern. Hier gibt es nichts auszusetzen. Nach dem Papier wird es nun etwas dicker und wir versuchen 4 mm starkes Pappelsperrholz zu schneiden. Das gezeigte Beispiel habe ich mit einer Geschwindigkeit von 300 mm pro Minute und einer Laserleistung von 100% geschnitten. Dann habe ich noch versucht, ein Puzzle selbst zu basteln. Hier habe ich zunächst ein Bild in eine Sperrholzplatte graviert. In einem weiteren Schritt habe ich dann die Konturen des Puzzles ausgeschnitten und sehr gute Ergebnisse erzielt. Das Puzzle lässt sich jedenfalls bestens benutzen und zeigt, was alles möglich ist. Nun will ich noch ein paar interessantere Gravurmethoden zeigen. Zunächst seht ihr hier einen selbstgestalteten Testdruck auf Holz und manch einer ahnt vielleicht schon, was jetzt kommt. Richtig, ich probiere eine Banane zu gravieren. Ich habe hierfür die gleichen Parameter wie für das Holz beibehalten und alles hat wunderbar funktioniert. Das Ergebnis zeigt hier ganz klar, dass der Gravierer auch mit etwas speziellerem Materialien keine Probleme hat. Als letztes habe ich mich noch an einem Stein versucht. Das war gleich schon mal problematisch, weil dieser einfach nicht unter den Laser gepasst hat. Ich habe dann, wie hier zu sehen, den Laser höchst professionell auf Katzenfutterdosen gestellt, um das Problem zu lösen. Falls ihr etwas Ähnliches plant, dann passt ihr unbedingt auf, dass alles stabil steht. Mit einer Geschwindigkeit von 3000 mm pro Minute und einer Leistung von 40% habe ich dann den Stein graviert. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich mit einem gleichmäßigeren Stein wie einer Schieferplatte noch besser geworden, hat mich aber dennoch überzeugt. Insgesamt hat mir an dem Lasergravierer besonders gut gefallen, dass es sowohl über WLAN als auch über USB oder direkt über das Touchdisplay steuerbar ist. Der Aufbau ist einfach und durch die Anleitung und beschriftete Tüten gut verständlich. Durch das Webinterface kann der Druckfortschritt über das Netzwerk überwacht werden und allgemein hat alles sehr stabil funktioniert. Wie aus meinen Tests hervorgegangen ist, haben auch die Ergebnisse überzeugt. Hardwaretechnisch finde ich es auch super, dass die Achsen mit einer Skala markiert sind und die Gummifüße für einen besseren Halt und keine Kratzer sorgen. Für 300 Euro finde ich die Preis-Leistung auch super und neben dem Produktlink habe ich in der Beschreibung auch noch einen 50 Euro Rabattcode gepackt. Nun noch ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Da der Drucker für die Steuerung eine ESP32 Platine verwendet, dauert der Upload größerer Druckdateien manchmal über eine Minute. Ich habe hier grob eine Minute pro 10 MB gemessen. Weiter hätte ich mich sehr über eine geschätzte Restzeit auf dem Display und oder im Webinterface gefreut. Am Drucker selbst sind der SD-Slot und der USB-Port oben statt seitlich. Das hat leider den Nachteil, dass leicht Dreck hineinfallen kann und beim Betrieb über das USB-Kabel dieses leicht in den Arbeitsbereich hängen kann. Um nochmal ein allgemeines Fazit zu ziehen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel Freude mit dem Gerät habe und es sehr gut funktioniert. Ein paar wenige Dinge könnten zwar etwas besser sein, diese schränken einen aber kaum ein. Da ich im Video einige Anwendungen und Beispiele gezeigt habe, könnt ihr euch hier hoffentlich selbst super ein Bild machen. Ansonsten findet ihr den Laser mitsamt Rabattcode und auch die verwendete Unterlage für den Schnitt in der Beschreibung verlinkt. Zum Schluss hoffe ich natürlich, dass euch dieses Review zur Abwechslung gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da, denn demnächst gibt es sicher noch mehr spannende Videos.